Mann, 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 was war das für ein Spiel gestern? Spanien gegen Deutschland in Katar bei der Weltmeisterschaft. Und ich habe die Stimme nicht nur beim Fußball verloren, sondern die letzten 2 Wochen hatte ich echt so viel um die Ohren, dass meine Stimmbänder maßlos gedehnt und überstrapaziert wurden. Nichtsdestotrotz, heute am Montag sind wir wieder am Start. Mit einer Reaction auf Peters neuestes Werk. Steigen wir doch direkt ein und bleiben doch in Katar und zwar da, wo man sich wieder einmal mit dem Thema Rassismus beschäftigt und auf den Punkt genau hat Peter sich ein Thema rausgesucht, das auch andere beschäftigt hat. Sandro Wagner fuhr auch in Katar als Moderator fürs ZDF. Und was hat er da wohl sich dabei gedacht, als er von arabischen Bademänteln gesprochen hat? Nichts hat er sich dabei gedacht. Genauso wenig wie bei den bayerischen Lederhosen. Fußball ist gestern ein emotional geladenes Thema gewesen. Gott sei Dank, möchte man sagen. Denn das hat man ja vermisst. Emotionen, Leidenschaft bei den deutschen Spielern. Emotionen und Leidenschaft bei den deutschen Fans zu Hause. Irgendwie dümpelte die WM ja so dahin und gestern bei dem Spiel, endlich ging es um was, endlich haben die Deutschen, naja, wenigstens so halbwegs abgeliefert und genau da schlug dann wieder unsere Linguistik, Rhetorik und Sprachpolizei zu, denn was musste man hören? Es gab einen Shitstorm, einen gigantischen Shitstorm. Warum? Ganz einfach, arabische Bademäntel geht gar nicht. Aber was erzähle ich? Lassen wir doch Peter zu Wort kommen. 11:57, stolze Nummer. Der Beitrag heute Nacht um 4 Uhr online gegangen. Wir steigen ein. Hallo und guten Morgen, Frühaufsteher. Morgens brauche ich viele Menschen, nein, nicht er. Morgens brauchen viele Menschen Ruhe, andere brauchen Kaffee. Ich brauche beides. Gestern sind es die gehaltenen Münder der deutschen Nation. Morgens brauchen viele Menschen Ruhe. Andere brauchen Kaffee. Ich brauche beides, so Peter. Und der Einstieg gefällt mir. Mir geht's genauso. Gestern sind es die gehaltenen Münder der deutschen Nationalspieler gewesen. Heute ist es der katarische Bademantel von Sandro Wagner. Der Co-Moderator des WM-Schicksalsspiels der Mannschaft gegen Spanien sorgte während der Partie mit einem lockeren Spruch für Schnappatmung in der deutschen Presselandschaft und bei vielen Zuschauern. Ja, wobei, ganz ehrlich, lieber Peter, da nehme ich meine Kollegen in Schutz, die achten zwar sehr genau darauf, was Volkes Meinung ist, aber sind erst draufgesprungen, als wieder einige übersensibilisierte Sprachregulierer hier Rassismus gewittert haben und haben das dann weiter gesponnen. Auch darüber könnte man sprechen, ob man sowas nicht einfach locker an sich ablaufen lässt. Aber wie gesagt, es kam zu diesem Eklat und wir hören uns nochmal an, was da tatsächlich passiert ist. Zurück zum Text von Peter. Vorhin habe ich gedacht, die ganze Kurve ist voller Deutschland-Fans. Dann habe ich erst gemerkt, das sind die katarischen Bademäntel. Sandro Wagner im ZDF. Und genau dieser eine simple Satz, der gar nicht mal verächtlich gemeint war, der nur vielleicht despektierlich gemeint war, weil uns der kulturelle Zugang zu diesem Kleidungsstück fehlt und es so zu einer Umschreibung kam. Und mal ehrlich, wer hat denn nicht schon mal einen Gedanken gehabt wie Bademantel, wenn man so etwas gesehen hat? Ja, so ist es. Und ganz ehrlich, wer ohne Schuld ist, werfe hier den ersten Stein. Und ich gebe auch Peter in seinem nächsten Absatz recht. Er sprach damit auf die in weiß gekleideten katarischen Zuschauer im Stadion an, die dieser WM-Tage zum Normalbild des Stadionbesuchers gehören. Klar, wenn so eine Sache in der Wüste in Katar stattfindet, sitzen auf den Rängen weiß gewandete Beduinen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber auch das wäre ja schon wieder ein völlig falscher Begriff gewesen, obwohl er es meiner Meinung nach treffen würde. Aber genau da fängt es dann an. Rassismus wird hier in den Raum geworfen.
Wagners Spruch zog unmittelbare Reaktionen nach sich. Beschwerden beim ZDF, Forderungen nach sofortigen Konsequenzen für den Rassisten. Entlassung, Anklage vor Gericht. Ich habe mir das Spiel natürlich angeschaut. Also nicht nur ich, sondern auch Peter, aus dessen Feder das hier stammt. Mir war dieser Satz, der Wagner jetzt zu einem Aussätzigen in der woken deutschen Gesellschaft stempelt, überhaupt nicht aufgefallen. Ist man nun ein Mittäter, wenn man solche schlimmen und höchst rassistischen Verbalignorierung nicht wahrnimmt, geschweige denn zur Anzeige bringt? Und klar, das ZDF haut Wagner sofort mit in die Pfanne und entschuldigt sich. Und das ist in der Tat, bevor ich die Entschuldigung jetzt vorlese, für mich unverständlich. Warum lässt man so etwas nicht einfach abebben, sondern setzt sich da drauf und gibt damit dieser kleinen Minderheit an sprachsensibilisierten, woken Mitmenschen ein viel breiteres Forum, denn erst durch die Pressemitteilung des ZDFs wird das Ganze zu einer wirklichen Welle. Sandro Wagners Aussage über den TWAB, jetzt wissen wir auch, wie dieser Bademantel korrekt heißt, ist leider in einer emotionalen Phase des Spiels passiert. Das darf es nicht, wir werden das besprechen. Bullshit! Das stammt jetzt nicht von Peter, das stammt von mir. Das ist Bullshit. Ad 1, ich habe jetzt erst zum allerersten Mal erfahren, wie dieser Bademantel heißt. Und hätte er Kittel gesagt, wäre es wahrscheinlich genauso despektierlich gewesen. In Ermangelung eines Fachbegriffs, in einem Halbsatz, wo es darum ging, dass er einfach einer optischen Täuschung unterlegen ist, denn seine Kernaussage galt gar nicht den Arabern, sondern den deutschen Fans und der Menge der deutschen Fans im Stadion. Und nur hier hat er gesagt, er sei einer optischen Täuschung unterlegen, weil er ja wahrgenommen hätte, dass sehr viele Deutschland-Fans da sei, dann aber festgestellt hat, dass es eben diese Kataris gewesen sind, die in ihrer Nationalkleidung dort gesessen haben. In Ermangelung des Fachbegriffs hat er nach einer sinnbildlichen Übertragung gesucht und ist beim Bademantel gelandet. Das als Rassismus zu bezeichnen, ist für mich schon ein signifikantes Zeichen, in was für einem Zustand unsere Gesellschaft ist. Darauf aber zu reagieren, wie das ZDF es getan hat, und sich auf die Seite dieser randalierenden Verbalfaschisten zu stellen, ist bitter. Ob Wagner jetzt befürchten muss, vom ZDF mit einer Kündigung sanktioniert zu werden, das ließ der Sender offen. Ich denke, es ist jetzt erstmal wichtig, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft die Vorrunde überlebt. Ansonsten brauchen wir uns keine Gedanken mehr zu machen, ob noch jemand weiter in Katar bleibt und über die WM berichtet oder nicht. Wer kann schon etwas dafür, dass in anderen Kulturen unsere Bademäntel als Ausgekleidung deklariert und genutzt werden? So Peter. Schlimmer noch, wer macht sich Gedanken darüber, dass es in Deutschland sogar Männer, Frauen und diverse geben soll, die abends zu Bett gehen und ein Nachthemd überziehen? Das sieht gleichsam aus wie das traditionelle arabische Baumwollgewand, das man in Katar Twab nennt. Kulturelle Aneignung nennt man das und zumindest in unserer rot-grün-linken Gesellschaft ein rügenswerter Tatbestand. Da ist fast alles rügenswert und ein Tatbestand. Das liegt aber interessanterweise, und das ist meine Meinung, an einer ganz anderen Sache. Den Grünen gehen die Themen aus. Das bedeutet, wenn das Kernthema weg ist, muss man sich überlegen, was macht man eigentlich, wofür ist man eigentlich da, wofür steht man. Und so ist man hingegangen schon vor einiger Zeit und sammelt die ganzen Minderheiten auf. Ihr seid 5 gemessen an der Weltbevölkerung, fantastisch. Euch nehmen wir dazu. 10 auch gut. Hauptsache, wir haben ein Thema, das wir aufblasen können, worüber noch nie jemand berichtet hat. Das zeigt, wie sensibel wir sind, wie aufmerksam wir sind. Und dass wir mit der Lupe nach den Menschen suchen, denen jetzt geholfen werden kann. Da gibt's Wir leben ja hier in Spanien, also ich zumindest aktuell auf den Kanaren. Hier gibt es ein spanisches Märchen, der Ritter in der glänzenden Rüstung. Und dieser Ritter zeichnet sich dadurch aus, und das steht dann schon im ersten Kapitel, er reitet los und rettet die Jungfrau, obwohl die gar nicht gerettet werden will, weil das tun Ritter nun mal so. Und genauso kommen mir die Grünen vor, die offensichtlich hier an dieser Stelle glauben, sie müssten alle und jeden und nicht nur die Kröten beim Überqueren der Landstraße retten.
Ich finde es überaus frappierend, wie schnell man in Deutschland mittlerweile die Rassismus- und Nazikeule schwingt, wie rücksichtslos man mit den Menschen umgeht, die einfach so reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Genau das meinte ich. Fußballspiel, Emotionen, das hat früher dazugehört wie die Bratwurst in der Pause oder ein Bier, das es in Katar leider nur für die Privilegierten gibt. Ich schätze mich als sensibel ein, was das Thema Rassismus und die Wehrhaftigkeit dagegen anbetrifft. Peter, da geht es mir genauso. Aber in diesem Fall habe ich echt Mühe, die Aufregung nachzuvollziehen. Und ja, die Dinger sehen aus wie Bademäntel. Meine Worte von eben. Und wenn man den Namen nicht weiß, darf man das Objekt dann nicht so beschreiben, wie man es kann, solange es nicht abfällig oder verächtlich getan wird. Genau das ist der Punkt. Sprache funktioniert so. Kommunikation funktioniert zwischen Absender und Adressat in der Übermittlung einer Botschaft. Wenn mir der Fachbegriff fehlt oder ich davon ausgehe, selbst wenn ich ihn kenne, aber der Adressat ihn nicht kennt, warum soll ich diesen Begriff verwenden? Ich müsste ihn ja dann in einem ganzen Satz erklären, damit der andere weiß, worüber ich rede. Und es ging nicht um den Twab oder den Bademantel. Es ging darum, dass es eine falsche Wahrnehmung im Stadion gab, wie viele deutsche Fans da sind. Ausnahmsweise ging es um die deutschen Fans und nicht um die Befindlichkeiten der Kataris oder ihre Ausgekleidung. Morgenmantel, Morgenrock, Kimono, Sari, Nachthemd, Nachtgewand, Twab und wie auch immer, was unterscheidet diese Kleidungskultur von der in Katar oder sonst wo? Die Sensibilität der deutschen Zuschauer und des ZDF gegenüber dem Kulturimperialismus entzieht sich dem eigentlichen Sinn dieser Veranstaltung, nämlich den, dass es um Sport, um Fußball geht, zunehmend den Boden und allgemeiner Akzeptanz und nationaler Begeisterung. Sitzen da nur noch Sprachpolizisten vor dem Fernseher? Peter, ich glaube genau das ist der Fall. Abnehmendes Interesse der Fußballfans, aber es gibt eine Menge an Menschen, denen ist langweilig, denen geht der Sekundenkleber aus oder es wird auf den Straßen zu kalt. Also sucht man sich ein Schlachtfeld, auf dem man tatsächlich zu Felde ziehen kann, um seine woken Ansichten zu präsentieren. Und was bietet sich da eher an, als Trittbrettfahrer auf so ein Weltereignis wie die WM aufzuspringen? Und da man vor Ort keinen Kartoffelbrei in den Stadien verschütten will oder verschütten kann, haut man eben auf die Moderatoren ein, die davon träumen, wie der war, dem Fußball Sinn entstellt, den Charakter spontaner Begeisterung zu nehmen droht und wenn ihnen eine Formulierung oder ein Wort gegen den linksextremistischen Zeitgeist gerichtet erscheint, einschreitet. Müssen wir uns künftig auch dann auf Spielunterbrechungen einstellen, wenn ein Reporter sich nicht korrekt ausdrückt, wenn er das Gendern vergisst oder wenn in der Diskussionsrunde rund um ein Männerfußballspiel die Quotenfrau fehlt? Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, die Ausstattung der Talkrunden finde ich sehr belebend. Und da sind auch einige Fachfrauen dabei, wo ich persönlich sage, ja, diese Ansicht ist profund und unsere Bundesnationaltrainerin hat eine Meinung, hat eine Ansicht, die man sich anhören kann. Die Frau weiß, wovon sie redet, aber nicht, weil sie Frau ist, ist sie da, sondern weil sie Ahnung von Fußball hat. Und so sollte es sein. Fachleute jedwedes Geschlechts oder gefühlter Geschlechtlichkeit sollte ein Forum bekommen, denn es bereichert für uns die Blickwinkel auf jedwedes Ereignis, ob das jetzt ein politisches, ein gesellschaftliches, ein soziales oder eben ein sportliches ist. Es gibt kaum noch mehr normale Menschen. Es gibt nur noch Gutmenschen auf der einen Seite, die auf der anderen Seite nur noch Rassisten und Nazis vermuten. Niemand scheint sich Gedanken darüber zu machen, was für eine gesellschaftspsychologische Dimension das ist, was all das anrichtet, es trennt und es spaltet. Ja, und genau das soll es nach Ansicht dieser kleinen Minderheit auch sein, denn diese Spaltung nimmt man wahr und wie bei einer Kernspaltung entsteht hier eine Unmenge an Energie, die man zu nutzen weiß. Denn mal ganz ehrlich, wie die beiden Spinner, die sich in der Hamburger Elbphilharmonie festgeklebt haben und festgestellt haben, dass man das Gelände auch rausnehmen und wegtransportieren konnte. Nachdem sie sich festgeklebt haben, wurden sie nämlich so abgeführt. Das sind Leute, die wollen ihren Fame, die wollen ihren Glanz. Denen geht es gar nicht mehr um die Sache, sondern die wissen, je skurriler, je abartiger und aberwitziger ihre Aktion ist. Und wenn es nur die zur Rettung der Steif
Tierchen wäre, weil der Knopf im Ohr eine Brandmarkung von freien Spielzeugen darstellt, dann wäre der Anlass völlig egal. Hauptsache, man ist in der allgemeinen gesellschaftlichen Wahrnehmung und kann davon partizipieren. Der Schaden für dieses Land und für die betroffenen Menschen ist immens und er wird immer größer. Menschen ungerechtfertigt als Rassisten und Nazis zu bezeichnen, das ist Körperverletzung oder zumindest eher abschneidend, massiv eher abschneidend. Und es ist ein Straftatbestand. Sandro Wagner hat recht, für mich darf der Bademantel zu einem Morgenmantel oder Twab werden. Hauptsache man versteht, was er meint und das hat man getan. Die Sprachmoralisten können sich aufregen, wie sie wollen. Ich kann sie nicht mehr ernst nehmen. Ich im Übrigen auch nicht, lieber Peter. Ich werde heute Morgen ein Brötchen mit einem Negerkuss essen und mir heute Mittag ein Zigeunerschnitzel beim Mohrenwirt gönnen. Und ich werde dabei darüber nachdenken, warum ausgerechnet die, die sich jetzt über Sandro Wagner aufregen, genau die sind, die den Boykott dieser WM eingefordert haben. Schauen die etwa Fußball? Böse, böse, böse. Wieder ein Glanzstück aus der Schmiede von Peter Jürgen. Ich bin begeistert und ab heute wieder am Ball. Wir hören uns morgen früh wieder bei einer Tasse Kaffee, wieder bei den Gedanken von Peter. Bis dahin, ciao for now, euer Chris.